Mimi abgeht. Der Killer-Clown Frank, Killer-Clown Frank wahrscheinlich, Killer-Clown Fake von Lea Machère. Ja, Lea Machère mal wieder ein Fake-Video released damals. Überrascht mich wirklich. Ah ja, ganz vergessen. Wir können natürlich nicht Google Chrome nutzen, meine Freunde. Das ist ja bekanntlicherweise nicht möglich. Deshalb nutzen wir einfach Mozilla an der Stelle. Grüße. Zensierte Version ohne Plastikpimmel. Dieser Prank. Gut, dann bin ich schon mal safe. Wurde mittlerweile gelöscht. Bedeutet, ich benutze hier einen Reupload und den Prank erklärt euch Leon jetzt mal selber. Jo, was geht ab, Freunde? Ich bin's wieder, Lea Machère am Start. Heute mal wieder mit einem coolen Video. Ich hab mir mal gedacht, ich mach heute. Cooles Video. Doubt it. Bitte mal den Auto offen lassen, Prank. Das heißt, wir sind heute in den schlimmsten Straßen von Hamburg unterwegs. Das heißt, die schlimmsten Straßen von Hamburg. Ah ja, man kennt sie alle, die schlimmen Straßen in Hamburg. Wir gehen raus auf die Straße, lassen irgendwo an irgendeiner Ecke ein Auto offen, richtig die Türen offen. Und ja, ich habe da so ein paar Sachen im Wagen drin versteckt und ich gucke jetzt, wie die Leute reagieren, ob da jemand anbeißt oder nicht, ob jemand einsteigen will. Irgendwas gelungen oder nicht. Ich schnapp nicht zu viel, wir sehen uns gleich im Video. Okay, es gibt 4 Hauptszenen. Eine Szene mit 4 Schwarzen, dann eine zweite Szene mit einem Schwarzen, der mit den ersten 4 Schwarzen übrigens nichts zu tun hat. Leute, die sind nicht immer Geschwister, das ist nur bei Schlitzaugen so. Dann Mimi, Vorsicht. Eine dritte Szene mit einem Capträger und dann eine vierte Szene mit einem, der verpixelt wurde, wo sich der mutige Leon dann sogar mit ins Auto setzt. Okay, normalerweise verpixelt man ja jemanden, wenn derjenige sein Einverständnis nicht gegeben hat, im Video richtig gesehen zu werden. Richtig. In dem Video flüchten aber alle. Richtig. Alter, das war ja schon mal von der, also das war ja wieder Top-Notch-Drama. Da hab ich jetzt Bock drauf. Ist es jetzt, dass er den ganzen Schwarzen hinterher ist und jeden Einzelnen gekriegt hat und dann auch das Einverständnis von jedem Einzelnen bekommen hat, sie mit Face zu zeigen, ja, krass, wie sie etwas klauen? Krass. Und das gleiche hat er auch bei dem Cappy-Träger geschafft, aber bei dem letzten Typen hat er das dann nicht geschafft. Nee, weil der Typ war zufällig Anwalt und hat gesagt, ich möchte nicht, dass mein Gesicht hier gezeigt wird. Die Leute wissen das nicht, aber gerade Anwälte sind die Kriminellsten, ne? Auge auf dich, Christian Solmecke. Hör auf damit. Nee, der ist aus einem ganz anderen Grund verpixelt. Und zwar, damit man die offensichtliche Kamera hinter ihm nicht sieht. Oder so. Leon und sein Cutter haben hier richtig verkackt. Die haben in einem Frame nicht ordentlich verpixelt. Oh, dort nein. Steht die Kamera mit aufgeklapptem Bildschirm. Jetzt denkt ihr euch vielleicht, aber wo der am Ende dann rausgerannt ist, ergibt das ja keinen Sinn mehr, an der Stelle weiter zu verpixeln. Ja. Richtig, die haben auch nicht mehr verpixelt, sondern ganz dreist einen schwarzen Balken hingesetzt. Das ist kein schwarzer Balken, das ist ein Sicherungsstreifen, der das Chassis des Autos zusammenhält. Mimi, hör auf zu haten. Leon würde uns nicht anlügen. Da das auf den ersten Blick vielleicht schwer zu sehen ist, mache ich das Bild mal heller und spiele das Ganze nochmal ab. Fällt euch da irgend... Also, mir fällt da tatsächlich nichts auf, was ungewöhnlich ist oder so. Also, das ist alles seine Richtigkeit. Hey, du Fixer, Mann! Leon, bitte erkläre, was soll der Scheiß? Ach, und hier ist übrigens die andere Kamera. Genau hier. Die ist ja auch relativ schwer zu erkennen. Also, das würde mir nicht auffallen, wenn ich gerade in ein Auto einbreche. Okay, jetzt wo wir wissen, wo diese Kameras stehen, kommen wir jetzt zu den 4 Schwarzen. Dort wurde nichts verpixelt, dafür aber was anderes gemacht. Leon hat da nämlich so lange reingezoomt, sodass die gegenüberliegende Kamera nicht mehr zu sehen ist. Es ergibt gar keinen Sinn, so krass in das Dach reinzuzoomen. Doch. Es macht Sinn, lass Leon in Ruhe. Das hat nur den Grund, dass der Zuschauer die Kamera, die da hinten steht, nicht sehen kann. Okay, die klauen also irgendeinen Scheiß, aber schlecht. Nicht die Kameras, obwohl die richtig offensichtlich dastehen. So übertrieben offensichtlich, dass Leon im Schnittprogramm dafür sorgt, dass man diese offensichtlichen Kameras nicht im Video sieht. Ja, man sieht sie ja tatsächlich noch offensichtlicher. Also, man sieht sie ja durch das Verpixeln und diesen schwarzen Balken noch offensichtlicher. Lukas Hündig, Mantevich, Madwurst, Dankeschön für eure Subs, ihr Süßen. Leon versucht also wieder alles zu vertuschen. Durch Verpixelung ein. Ich will Geld, ich will Geld, Tobi hat's immer noch nicht hinbekommen. Es ist immer noch alles doppelt. Tobi muss entlassen werden. AP, Digga.
Vielen, vielen Dank, AP Records, für den 10er, Bruder. Ja, Van Gogh-Skizze. Bin ich auch mal gespannt, wer dahinter steckt. Irgendwer will mich da verarschen, aber so nicht mit Dr. Rivenzeit, ne? So nicht. Schwarze Balken und gezielte Kamerazooms ins Autodach. Ihm ist also wichtig, dass seine Zuschauer denken, dass alles echt ist, sonst bräuchte er es ja nicht krampfhaft vertuschen. Leon will euch nicht unterhalten, sondern euch für dumm verkaufen. Warte mal, ist sich das Gleiche? Also ich meine, wenn Leon Mascher ein Video hochlädt, dann will er mich nicht. Also dann ist es keine Unterhaltung, sondern wenn ich ein Video gucke, dann bin ich dumm, wenn ich ein Leon Mascher Video gucke. Also eigentlich ist es dasselbe. Na gut. Gehen wir aber nochmal zu dem Intro. Ich mach heute mal den Auto offen lassen Prank. Das heißt, wir sind heute in den schlimmsten Straßen von Hamburg unterwegs. Die schlimmsten Straßen Hamburgs? Ja, ich hab mal rausgefunden. Ah, der Detektiv wieder. Geocatcher. Er ist das Geogesser. Mimi, back in business. Wo der da genau war. Die Straße heißt Hühnerposten. Hier geht's aber richtig ab, das sage ich euch. Oh mein Gott, hier sieht man sogar schon die Drogendealer. Verdammt, nein, die Araber-Clans sind echt überall. So, fuck. Und jetzt noch zu dem Cappy-Träger. Das geht ganz schnell. Von deinem Kause, Digga. Danke für dein Resub. Kuss. Ich verstecke mich jetzt unter eine Decke. Ich tue so, als ob ich tot bin. Vielleicht tust du das nächste Mal nicht. Ich sag's jetzt nicht. Ich sag's nicht. Ihr wisst alle, was ich sagen möchte. Wie lange ich warten muss. 8 Minuten. Es waren genau 8 Minuten. Das macht doch keiner. Es geht doch keiner hin und setzt sich einfach in ein fremdes Auto, oder? Freeshocks, Digga. Danke für deinen Zahn. Leon, warum wurde da der Balken eingefügt? Da sitzt der andere Kameramann. Der filmt den, der gerade eingestiegen ist. Aber der andere Kameramann stellt sich auch tot, sodass derjenige, der das Auto quasi gerade stehlen möchte, denkt, oh, nur eine Leiche mit einer Kamera. Und hinten ist auch eine Leiche unter der Decke. Passt, dann kann ich diesen Wagen ja klauen. Big Brain hier an der Stelle, so nicht. Wäre da sonst etwa die Kamera zu sehen? Die Kamera, die der Typ irgendwie nicht sehen kann, obwohl er die so berührt, dass sich der Kamerawinkel ändert? Komisch, dass er nach Wertgegenständen sucht, aber die Kamera nicht mitnimmt. Und schaut mal, wie der schwarze Balken plötzlich verschwindet, wenn sich der Cappy-Träger davor lehnt. Und wenn er wieder weggeht, kommt der schwarze Balken wieder. Nochmal in hell. Digga, ist das bad. Ey, wie kann man so reinscheißen bei... Guck mal, ich bin jetzt mal ganz ehrlich zu euch, ja? So ein Video zu faken, ist ja wirklich derbe einfach. Das ist ja wirklich das Einfachste der Welt. Das würde sogar Vive AD alleine hinbekommen. Das ist so simpel, sowas zu faken, ja? Eine GoPro irgendwo zu verstecken oder sowas, hinter dem Hut, was weiß ich, Alter. Es ist so leicht, es ist so leicht. Und selbst dafür ist Leon Mascher mit seinem Team. Der ist nicht alleine. Sein Team ist auch zu dumm dafür. Wie kann man denn so dumm sein? Wie kann man wirklich so dumm sein? Das ist das Einfachste, ein Video zu faken. Ich mach das die ganze... Oh, it's magic! Boah. Killer, 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 Digga. Du hast ihn. Killer, Killer, Killer. Tam, tam, nice. Killer, Bruder. Guck mal, guck mal. Scheiße. Digga, das klappt nicht. Wie bitte? Nochmal. Das klappt echt. Das klappt echt. Hat so gut geklappt. Das, ey, so krass. Boah, krass. Ja, natürlich klappt das, wenn man's faked. Und guckt mal, wie cool sich Leon dabei fühlt, seinen Zuschauern zu zeigen, was für ein geiler Hengst er ist und wie krass er Kriminelle vorführt. Alter. Obwohl alles abgesprochen ist. Guckt euch das an. Wie dumm ist Leon Mascher? Wie dumm ist der Junge? Sag Paul, hau rein. Tschüss, tschüss. Junge, das ist so peinlich, wie cool du dich hier fühlst, wenn man weiß, wie billig das gefaked wurde. Ich glaube, ich kotze gleich. Das ist insane. Das ist wirklich insane, wie jemand so mad stupid sein kann, ehrlich. Little Clown wird angefangen, Prank. Moin Leute, ich bin's wieder, Locke. Ah ja, Locke mal wieder. Alles gut. Und jetzt haben wir's halt, und zwar, ja, mal scher. Sein Kumpel, er dann, unsere Kameramann haben uns groß geschossen, brauchen da seine Hilfe und dann zahlen wir den Vogel mal heim, ne? Okay, in dem Prank rächt sich Locke für den Wassereimer-Prank und für den Haare-Blond-Färben-Prank. Die waren ja beide zum Glück nicht gefaked, sondern real, von daher passt das ja. Dafür darf man sich ruhig rächen. Er rächt sich also für etwas, was nachweislich gestellt ist. Auch generell, dass Locke selber auf die Idee kommt, ein Video zu drehen für Leons Kanal. Das macht ja gar keinen Sinn. Warum sollte Locke ein Video für Leon drehen? Das ist ja kompletter Bullshit. Warum soll... Das hat Locke denn davon, wenn Locke ein Video dreht und das bei Leon hochlädt? Das macht ja überhaupt gar keinen Sinn. Was dieses Video schon allein deswegen fake macht, weil ja die Rache gar keinen Sinn ergibt, wenn die Pranks davor abgesprochen waren.
Ja, und bei Leon hochgeladen wird, hä? Ich könnte das Video eigentlich schon damit abschließen, aber wir schauen es uns trotzdem mal genauer an, weil es noch viel dümmer wird. Wollen wir mal rufen? Ja, rufen wir mal an. Ruf mal an. Ey, mach mich schon mal fertig. Warte mal, weil ich hab dir noch nicht ganz, ne? Ich muss noch ein bisschen Blut und so. Jo, Bro, was geht? Wo bist du? Hä? Wo bist du? Was geht? Ja, ich bin gleich fertig, ja. Ja, ich bin, wir sind schon auf dem Weg. Komm mal zur Garage hoch. Alter, Locke, ey, Locke ist so ready, es ihm heimzuzahlen mit einem Upload bei Leon, der Millionen Views gibt. Locke, ey, du hast ihn wirklich an den Eiern, Digga. Du hast Leon richtig an den Eiern. Wenn du ihn zurückprankst und ihm damit richtig viel Geld gibst, Digga. Ey, Locke. Locke ist der Prankboss. Locke hat's nicht nur in den Eiern, sondern auch hier, Digga. Locke ist das große Gehirn. Nee, wir sind in der Garage. 10 Minuten sind wir da. Okay, das Ganze ist ein Killer-Clown-Prank. Erde klar. Verabredet sich mit Leon in der Tiefgarage. Der Mann heißt einfach Erde? Okay, warum nicht? Ich würde auch gerne Diamant oder Cobblestone heißen. Garage. Und Locke taucht als Killer-Clown auf. Hier die Schlüsselszenen. Ach du Scheiße. Bruder, Digga, warum brauchst du immer so rein? Digga. Die Kamera steht ja auch wieder sehr unauffällig an der Stelle hier. Also es ist wirklich verwundernswert, dass Leon die Kamera wieder nicht sieht. Also da muss ich wirklich sagen, Locke ist auch echt gut darin, Kameras zu verstecken. Locke ist einfach der King of Prank. Nicht Leon, Locke ist es. Ja, Junge, okay. Also wenn mir das jetzt passieren würde und mir würde ein Clown mit einem Plastikmesser entgegenkommen, dann würde ich denken, ist halt ein Clown mit einem Plastikmesser. Was soll der mir denn tun? Ich fahre den einfach um oder fahre um den rumherum. Der kann ja mit einem Plastikmesser nicht in mein Auto. Das kann ich ja abschließen. Wo ist das denn in irgendeiner Art und Weise gefährlich? Also verstehe ich jetzt nicht. Verstehe ich nicht. Guck mal, der hat ja nichts. Der hat ja ein Plastikmesser. Das sieht man ja. Der sieht ja nicht mal gruselig aus. Der sieht einfach wie ein Typ, der aus dem Zirkus ausgebrochen ist, der zu viel Crystal Meth genommen hat, Alter. Das ist nicht gruselig. Das ist scheiße. Leon hat richtig Angst. Natürlich nimmt Leon Mascher jetzt eine Glasflasche. Wisst ihr, ich glaube, dass der Part, dass die den umfahren, nicht mal geplant gewesen ist von Leon. Leon hat sich einfach gedacht, Erde, Cobblestone, wie auch immer dein Name ist, gib Gas, Junge, entscheide deine Diamantrüstung und fahr einfach über den drüber. Ist ja egal, ist ja nur Locke. Und 128.000 Leute haben das geliked und das ist das Traurige. Der Clown ist ja auch super langsam. Wieso fahren die nicht einfach weg? Weil, ey. Ja, oben wird das Ganze dann halt aufgelöst. Digga, Locke, du schaust, als ob ich dich nicht an deinen Haaren erkenne, Alter. Ah, Locke, als ob ich dich nicht an deinen Haaren erkenne, Digga. Klar, klar. Das hat er natürlich jetzt erkannt. Genau. Okay, Moment. Das Auto ist das gleiche wie beim Auto offenlassen Prank, was übrigens Erdems Wagen ist. Leon hat den Wagen für den... Ach, Erdem, Digga, bin ich dumm. Ich hab echt die ganze Zeit Erde verstanden. Auto offen lassen Prank ausgeliehen, was den Auto offen lassen Prank im Nachhinein eigentlich noch viel bescheuerter macht, wenn er echt wäre. Weil Leon sogar das Auto seines Freundes einfach Kriminellen überlässt, um damit Klicks zu generieren. Ja gut, klar. Leon, wer saß noch mal bei dem Video, wo es um Klicks über Freundschaft ging? Ach, und weil wir hier schon wieder bei dem Abschaum sind, du und du, ihr seid alles immer noch richtige Wichser. Jedenfalls wird sogar die gleiche silberne Cam benutzt und die wurde auch genau wie beim Auto offen lassen Prank positioniert. Die kann Leon ja gar nicht gesehen haben, wenn das Auto eingestiegen ist. Weil Leon, er hat so ein Problem. Der sieht versteckte Kameras nicht. Der kann das gar nicht. Der hat so ein Syndrom. Nur, dass die Cam diesmal vor einer leuchtenden Armatur steht und Leon merkt davon nichts. Aber sagen wir mal, Leon steht wirklich auf dem Schlauch, obwohl er selber mit dem gleichen Auto geprankt hat und die gleiche silberne Cam auf die gleiche Stelle gelegt hat. Ja, tun wir mal so, als hätte er es nicht bemerkt. Das Ding ist, die haben den Prank noch auf ganz anderen Ebenen verkackt. Guckt einfach mal auf das Wetter. Nein, Digga, ist an 2 Tagen gedreht wahrscheinlich auch noch, oder? Es ist deutlich heller als am Anfang des... Es ist so gut, es ist wirklich echt krank gut gefaked. Also man muss wirklich richtig, richtig genau hingucken, um zu erkennen, da stimmt was nicht. Das ist schon krass. Videos, wo schon gefühlt die Sonne untergeht. Seltsam. Ich mach mich schon mal fertig. Warte mal kurz. Weil ich hab den noch nicht ganz, ne? Ich muss noch ein bisschen Blut und so.
Wir haben das einfach danach gedreht, Digga. Das ist wirklich einfach nur... Nee, das ist am Abend vorher gewesen, Leute. Und Locke war noch feiern in dem Outfit. Deshalb. Locke war am Abend vorher, hat er sich fertig gemacht, war feiern. Und dann am nächsten Tag haben die erst Leon geprankt. Klar. Und die haben auch... Die haben einen Tag gebraucht, bis Leon dann am Auto war. Das... Ne? Also... Okay, pass auf. Locke schmiert also Blut auf die Hände, um sich vorzubereiten. Von dem Blut an dem Arm und an dem Messer sieht man aber am Ende nichts mehr. Hä? Sie hatten sich doch 10 Minuten nach dem Intro getroffen. Locke schwitzt sehr stark und Locke kann auch die Zeit benutzen. Also Locke hat Admin. Das ist die einzige... Jetzt mal ganz ehrlich, Leon würde sich anlügen. Locke hat Admin und der hat /timeset irgendwas gemacht und /weather clear. Locke hat Game Mode. Das ist die einzige logische Erklärung. Locke ist Dr. Strange und hat Game Mode, ganz klar. So ein Ding ist das. Locke hat Admin in Deutschland. In der Garage, 10 Minuten sind wir da, Bro. Mach mal schneller, Mann. Aber Locke geht sich in der Zeit nochmal irgendwo die Arme abwaschen. Also nur die Arme, die er doch für den Prank vorbereitet hat. Das ergibt doch gar keinen Sinn. Natürlich ergibt das Sinn. Locke hat Game Mode, Alter. What the fuck? Kann das vielleicht sein, dass ihr das Intro nicht vor dem Prank gedreht habt, sondern nach dem Prank? Deswegen ist im Intro auch die Tageszeit fortgeschritten. Und dann passt das auch chronologisch viel besser mit dem Blut, was Locke draufgepinselt hat. Leute, das heißt, die rufen Leon an, um ihn zum Prank zu locken. Aber Leon steht wahrscheinlich hinter der Kamera und filmt das. Obwohl der Prank schon geschehen ist. Und wenn man aufmerksam ist, merkt man sogar, dass sich Adam noch verplappert hat. Ja, ich bin gleich da, Digga. Ja, ich bin... Wir sind schon auf dem Weg. Komm mal zur Garage auf jeden Fall. Garage? Wir sind 10... Nee. Wir sind in der Garage. 10 Minuten sind wir da, Bro. Wir? Wer ist wir? Leon weiß doch noch gar nicht, dass Locke und der Kameramann bei Erden dabei sind. Locke hat Game Mode. Ihr habt ihr ja mal wieder richtig reingeschissen und für den Haufen Scheiße wollt ihr auch nur 77.000 Likes. Bei 77.000 Daumen hoch, da lassen wir uns noch was Krasseres einfallen. Alter, wie geil wäre es bei 100.000 Likes, wenn Leon einfach seinen scheiß Kanal löscht. Das Ding ist, ich verstehe immer noch nicht, das ist in der Sache, die hat Mimi hier gar nicht erwähnt. Was hat Locke davon, seine Rache bei Leon auf dem Kanal hochzuladen? Das bringt dem gar nichts. Locke ist obdachlos, glaube ich, haben mir Leute gesagt. Locke hat davon doch gar nichts. Es macht gar keinen Sinn. Der muss mal richtig... Weißt du was? Da kommt was. Ach so, warte mal. Ich habe noch eine Frage, Leon. Wo wurde der Killer-Clown jetzt eigentlich angefahren? Das haben wir rausgeschnitten, ja. Richtig, nirgends. Und dann frage ich mich noch, wie du meinen Merch findest. Oh Mann, ey. Das ist ja richtig heftig, Mann. Das ist richtig crazy, Mann. Zeig es mal im Panda oder so, Mann. Den Link zum Shop findest du in meiner Beschreibung. Ja. Oh mein Gott, ich gehe da gleich rein. Oh mein Gott. Oh, was ist das, Mann? Ja, das ist mein Merch und zu jedem bestellten Artikel gibt es eine limitierte Dragon Ball Wackelkarte. Oh mein Gott, die bewegt sich. Leon, fresse einfach. Oh mein Gott! Ja, Leute, Ehrenmann Mimi mal wieder Leon hier gut zerlegt. Falls ihr Geld habt, kauft auf jeden Fall sein Merch. Der Ehrenbruder hat es definitiv nicht anders verdient, meine Freunde.